Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinosaur Survival. In der letzten Folge wurden wir ja geschnappt und dazu verdonnert, ein Biolabor zu finden. Von da hinten sind wir gekommen. Ich weiß, dass hier hinten Raptoren sind. Das haben wir in Episode 2. In Folge 11 schon gesehen. Wir versuchen diese zu umrennen, denn wir haben so gut wie nichts mehr, außer 23 Pfeile. Ha, that'll do nicely. Ich brauche halt wieder neue Waffen. Und ich hoffe, die werden wir hier finden. Komme ich hier hoch auf die Brücke? Oh Gott, ich habe doch gerade schon was Großes stampfen gehört. Die Brücke scheint komplett leer zu sein. Okay. Hier oben ist nichts. Na, dann rennen wir wieder runter. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder Fleisch farmen. Denn der Hunger geht hier ganz schnell zur Neige. Und da ist ein Raptor. Die versuchen wir natürlich zum Laufen. Ich hoffe, das gelingt uns auch. Hier oben ist halt einfach mal kein einziger Dino. Gut für uns. Oh, da unten sind Autos. Oh, da wird es bestimmt was geben. Ich hoffe, eine kleine Ballerwaffe. Oh, und ein Raptor. Oh, ein Stego. Ein Raptor, zwei Raptoren. Man hört es, ich bin immer noch erkältet, was ich für mich persönlich richtig scheiße finde. Das macht das Aufnehmen ein bisschen schwieriger, wenn man nicht so wirklich Luft durch die Nase bekommt. Ich muss halt hier lang rennen, um zu gucken, ob dort eine Waffe ist oder nicht. Und ich weiß, der wird uns angreifen, der Stego. Aber ich möchte gern an die Rückseite von dem Auto gucken, ob dort irgendwas zu looten ist. Da scheint es aber nichts zu geben. Gut, dann schauen wir uns weiter um. Ja, hier ist mal wieder ein Bus. Der Fahrer war bestimmt besoffen und ist von der Brücke gefallen. Da ist wieder ein Stego. Da ist keine Ahnung was. Aber so eben wie das hier ist, ich kann mir vorstellen, hier taucht gleich wieder irgendwas Großes auf. Die meinten ja vorhin irgendwas mit großer Stadt. Und Biolabor, da sind wieder Raptoren. Och Mensch, ernsthaft, Kinders. Da oben ist ein Bus.
Da unten scheint's aber weiter zu gehen. Da gucken wir gleich nach. Oh, hier gibt's Eier. Eier, Eier, Eier. Gib mir bitte Eier. Geht das da hoch? Oh, lol. Norden. Ja, wo ist Norden? Ich habe keine Karte und gar nichts. Ich habe die Raptoren gerade gehört. Ne, hier geht's nicht hoch. Bei den Raptoren da unten ist aber wieder ein Auto. Jetzt ist die Frage, gibt's da Loot oder nicht? Wir versuchen die jetzt einfach mal zu umrennen, weil es geht nicht anders. Ich bin froh, wenn ich mit den paar Feinden, die ich habe, ein paar Kompis erledigen kann. Hier ist wieder ein Auto. Und da ist ein Skelett, also gibt's hier Loot. Ja, eine Pumpgun. Läuft. Ja, das war eine Sackgasse. Das Dumme ist bei der Pumpgun. Ja. Die ist nur auf, ja, ziemlich kurzer Distanz wirkungsvoll. Das heißt, die Raptoren müssten sehr nah kommen. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich finde die Füße immer noch geil, wenn es darum geht, dass der seitlichen Berg rennt. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwas sehen bei dem Auto. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob dort was wäre. Dann gehen wir dort weiter. Einmal am Stego vorbei. Ja, du lässt mich bitte schön in Ruhe. Oh Gott, das kann doch nur böse enden, so wie es hier aussieht. Ich höre Kompis, ich sehe aber keine. Ach, da haben wir sie. Eins. Zwei. Die looten wir jetzt auch. Wir brauchen das Fleisch. Scheiße. Und der war down. Ha, that'll do nicely. Oh, ein Gebäude. Das bedeutet doch nur wieder Loot. Und Raptoren. Och nee. Wir machen mal ganz kurz das da. Denn wir kriegen wieder ein paar Pfeile. Unser Hunger wird etwas aufgefüllt. Und wir haben eventuell eine bessere Chance. Ja, 39 Pfeile.
Besser als 19. Haha, getroffen! Und er ist down, sehr schön. Hab ich den jetzt getroffen oder nicht? Komm, fall um jetzt hier. Sehr schön. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Nö, hier rennt keiner mehr rum. Sehr schön. So, da gucken wir doch mal, was es hier drinnen gibt. Ein Revolver. Mit 4 Schuss, toll. Da unten liegt die Karte. Ach komm, du schaffst es nicht mal darüber zu springen. Du bist ja ein Noob. So, wir haben die Karte. Lass mich hier hoch. Boah, ich höre schon wieder Kompis. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Eine MP. Boah, läuft. Das läuft doch schon wieder. Es war mir klar, dass wir Waffen finden. Wie soll man sonst die Tiere erlegen? Vor allem die größeren Modelle. Wundern würde es mich, wenn ich hier auf immer einen Raketenwerfer finde. Wir wechseln mal ganz kurz auf den Crossbow. Kompis heißt wieder Fleisch. Komm, fall um. 1, 2, 3. Ganz kurz das Fleisch schlupfen. 1, 2, 3. Und 4. Sehr schön. Beim Bus gibt's mal wieder nichts, war klar. Ja. Da ist ein Gallimimus. Da rennen wir aber hier rüber. Eins, zwei, drei, vier. Da war ich doch schon. Hier war ich. An der Brücke war ich doch schon. Hab ich hier... Boah, ihr bleibt bitte bloß da, wo ihr seid, ey. Hab ich hier irgendwo einen Weg verpasst? Bin ich so blind gerade?
Oder geht das da hinten noch weiter? Nee, da ist alles zu. Muss ich das jetzt so verstehen? Hä? Von da sind wir doch gekommen. Die meinten, Richtung Norden ist eine große Stadt und dahinter ist das Labor. Ich habe da hinten ein großes Haus gesehen. Die sollte sich mal Haare wachsen lassen. Ja gut, wir suchen aber in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.